Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe Eingelegt und Angezockt. Das sieht jetzt schon ein bisschen komplizierter aus. Ich bin der Thiago und wir befinden uns nach wie vor im Tempel des Wasserpergamenton. Und müssen uns jetzt irgendwie Gedanken machen, wie wir hier durchkommen. Am besten durch die Wand. Schauen wir mal. Kling. Meine Güte. Ne. Pirilling. Gut, so richtig hilfreich war das an dieser Stelle ja jetzt noch nicht. Habe ich was übersehen? Hab ich. Hoppala. Da. Da ist doch schon die fehlende Kachel. Ich hoffe, einer von denen hat jetzt wieder so ein Pergamenton-Ding. Hat er. Boah, Leute, ich bin ein fucking Genie. Nur das Timing kriege ich natürlich noch nicht hin. Jo, dann gib mal alles. Aber man kann das nicht skippen. Kanalkachel 2.0. Dienliches Diebesgut klauwütiger Krabben. Das brauchen wir gar nicht eigentlich. Wir sind ja voll beladen. Was ist das denn? Eine Teestube oder was? Nanu, sieh mal einer an, wer da auf ein Getränk reingeschneit kommt. Was darf sein? Ups, oh, Käppchen. Hätte ja nicht erwartet, dass du jemals hier reinstolperst, Mario. Dies ist unsere geheime Zuflucht. Hier kommen wir Schergen nach einem harten Tag voller Auf- und Ablaufen her, um uns zu entspannen.
schon etwas komisch, den Feind hier bei uns zu haben. Aber diesmal sind wir ja auf derselben Seite. Aber wo du schon mal hier bist, Mario, du findest doch sicher auch, dass Goombas die stärksten Schergen sind, oder? Wir sind doch schließlich fast immer die Ersten, denen du dich stellen musst, habe ich nicht recht? Wir bilden die Vorhut. Das heißt, wir sind König Bowsers Favoriten. Wir geben immer 110%. Puh, träum weiter, Kumpel. Shy Guys geben immer 120%, egal wo und wann. Wir sind die Favoriten. Wer hat denn bei der Flucht aus dem Pilzpalast die Clownkutsche geflogen? Eben, ein Shy Guy. Ich habe sogar gehört, dass sich der Typ, der das alles hier angezettelt hat, erst als Shy Guy verkleidet hat. Gebt jetzt mal Ruhe. Tut mir leid, Mario. Die zwei liegen sich ständig damit in den Haaren. Goombas und Shy Guys. Mario und Schergen. Ist doch alles egal. Wir sind alle aus demselben Papier gemacht. Und jetzt trinkt euren Kaffee. Manche Goombas haben sogar Flügel. Schon mal Shy Guy mit Flügeln gesehen? Nein? Siehste. Ich kenne einen Shy Guy und der kennt einen Shy Guy, der irre gut E-Gitarre spielt. Goombas können ja noch nicht mal eine Gitarre halten. Ah, danke, nichts. Ah, wieder mit dem Goomba, okay. Sehr random, aber lustig. Aha. So, dann schauen wir mal. Oh, sieh mal an. Hä? In die Lücke passt also auch eine Kachel. Okay. Aber das schauen wir gleich. So, jetzt lass mich mal überlegen. Boah, ich hasse ja diese Dinger, ne? Ich mochte die als Kind schon nicht. Ich war mal viel zu schlecht darin. Ne, das wuppt ja hier schon wieder nicht. Ich brauche ja irgendwas von... Okay, also da muss unser Teil rein. So. Es passiert nichts. Ach, ich dachte wirklich, wir hätten das Rätsel schon gelöst. Aber vielleicht müssen alle Rinnen irgendwie zueinander passen. Uff, das klingt ganz schön schwierig. Ach, leck mich doch an der Füße, ey. Gut, es gibt ja keine andere Möglichkeit, als dass das Ding... Okay, oben rechts bleiben. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle eigentlich auch nach unten abbiegen, weil sonst kriegen wir die anderen ja nicht alle versorgt. Warte mal. Nee. Hä? Lass mich mal scharf nachdenken. Wir haben ja... Achso, doch. So, genau. Ja. Und dann... Müsste der wahrscheinlich... Nee, der muss in die Mitte, nehme ich an. Da passt der auch nicht.
Warte mal, wie ist der Plan? Also von oben rechts nach links. So, und dann haben wir gesagt, dann müssen wir mit unserem Teil nach unten. Nee, müssen wir gar nicht. Warte mal, kann ich das hier nochmal irgendwie von vorne? Oder bleibt das dann immer, bleibt immer so? So muss das theoretisch. Wir brauchen, unser Teil muss dann nach oben links. Leute, ich hasse diese Dinger, ne? So, genau. Also theoretisch bin ich. Ich weiß, was ich, wo ich hin muss. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Warte mal. So. 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 Leute, leckt mich doch an der Füße. Muss ich nur noch die beiden hier unten getauscht kriegen? Heureka! Ich hasse solche Schieberätsel. Immerhin gibt es ordentlich Münzen. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ich mit über 20.000 Münzen machen soll. Klasse, das Maul des Wasserpergamentes und ist jetzt weit offen. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde es brüllen. Oh, sieh mal, in seinem Maul. Ist das eine Treppe? Die muss zur Kammer des Wasserpergamentes führen. Ob wir es wohl darauf schaffen, ohne dass die Statue uns wegmampft? Wäre natürlich auch geil. Du gehst jetzt einfach hin. Game over. Mal speichern. Interessant, dass das Wasser hier wirklich Wasser ist und nicht so ein Papierwasser. Oh, wow. Ah, da ist das Wasserpergamenton. Aber jemand hat es so zusammengefaltet, dass es gar nicht mehr wie die Statue aussieht. Komm schon, Mario, wir müssen es hier wieder gerade biegen. Uiuiui, schau dir nur diese Wasserwirbel an. Ich hatte mir schon gedacht, dass das Wasserpergamenton gerne mal mit Wasser spielt, aber so? Okay, also da darf ich wahrscheinlich nicht hin.
Lass mich mal scharf nachdenken. Ich mach mal ganz schlicht sowas. Guck einfach mal, was passiert. Okay, ich verstehe. Wenn jetzt Felder da gewesen wären, wären die jetzt garantiert futsch. Ja. Fliege das Wasserpergament und bringe es mit einem Sprung zu Boden und setze mit dem Hammer nach. Okay. Okay, das konnte ich jetzt also noch nicht benutzen. Ach so, ich Idiot, ich muss die Dinger doch immer erst aktivieren. Das klingt nicht gut. Kommt dir das Wasserpergamenton auch ein klein wenig aufgebläht vor? Es hat das Wasser aufgesaugt wie ein Schwamm, ein super böser, fieser Killerschwamm. So, dann schauen wir mal. Also. Die Frage ist, gehe ich dann einfach stumpf geradeaus durch? Müsste ja, ne? Machen wir mal so. Okay, das können wir schon. Mario tritt in Aktion. Und jetzt? Klasse. Jetzt wird es ja immer größer. Okay, also ich schätze mal, wir brauchen tatsächlich ihn hier. Vielleicht irgendwie in Kombination. So. Versuchen kann man es ja mal. Das können wir schon. Oh, wenn das Wasserpergament um seinen Bauch gefüllt hat, haut es eine gewaltige Welle raus. Die macht es Ärger. Ah, okay, ich verstehe. Greifen. Und schlagen. Oh, okay. Daneben verflixt, dann können wir den Plan wohl vergessen, es mit den Faltarmen aus der Luft zu fischen. Okay, und die nächste konnte ich jetzt dann auch nicht mehr nehmen. Der Bauch des Wasserpergamenton platzt ja gleich. Es hackt irgendwas aus. Mario macht dich auf alles gefasst. Gut, also jetzt sollte ich mich auf jeden Fall in Sicherheit bringen. Und das tue ich hiermit. Schadet ja nix. So. Was hatten wir schon?
Da ist ja die Riesenwelle. Oha, was für ein elegantes Manöver. Dank des Erdpergamentons standest du regelrecht über der wilden Wasserwut. Aha, dieser Angriff scheint das Wasserpergamenton erschöpft zu haben. Das ist unsere Chance. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal hier... Gibt uns das irgendwie? Nö. Ich denke nicht, wa? Oh, Moment, ich muss mal den Einschalter hier, den muss ich auf jeden Fall verschieben. Moment. Ach. Aber ich kann ihn auch nirgendwo verschieben, wo er... Doch, klar, ich kann mir direkt auf die erste Bahn legen. Dann müsste ich ja nur dafür sorgen, so klappt das. Ach scheiße, ah. Ach nö, muss ich jetzt jedes Mal wieder warten? Kann wahrscheinlich auch einfach ganz normal zuhauen, oder? Machen wir mal so. Die Glitzerstiefel kloppen dann mit einem Glitzerhammer drauf. Okay, also das Springen selber hat nicht viel ausgemacht, aber das der Hammer am Anschluss, der war gut. Sekunde mal. Erstmal müssen wir uns wahrscheinlich hier den zurechtlegen. Dann holen wir uns den dazu. Dann vielleicht noch Kraft mal 2 oder so. Jetzt ist er ja direkt unten. Kann ich dann sofort mit so einem Glitzerhammer drauf? Ja, ne? Ja, toll. Ah doch, da vorne ist noch eine freie Stelle. Das bringt mir ja nicht so viel. Moment, doch, der steht doch genau richtig. So können wir das doch machen.
So, jetzt gibt es erstmal den Stiefel drauf. Dann nochmal mit dem Glitzerhammer. Bam. Oh, okay. Wird irgendwie gewartet, dass er sich noch dreht. Schau dir nur seinen Bauch an, der platzt doch gleich wieder, da gehe ich jede Wette ein. Bring dich besser in Sicherheit, sonst erwischt dich noch eine Attacke, die sich gewaschen hat. So, ich brauche auf jeden Fall erstmal den Anknipser hier. So. Das ist egal. Hä? Warum habe ich das denn jetzt nicht aktiviert? Was soll die Scheiße? Oh nein, der wurde weggewaschen, wa? Boah. Junge, Junge, das war derb. Aber gut. Moment, kriegen wir den noch irgendwie rüber? Nee, ne? Schade, mal zwei wäre jetzt natürlich noch geil gewesen, aber... Bam, 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 bam. Oh, ja. Bling. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh nein, sieh mal Mario, das Wasserpergamenton hat sich auch in eine Faltfibel verwandelt. Mal überlegen. Oh, jetzt verstehe ich, das muss man hier falten. So, diesen Teil hier rüber falten und dann da, dann so. Das ist es. Jetzt verstehe ich die Geheimnisse der Wasserpergamente und Falttechnik. Lass uns das gleich mal ausprobieren. Tada! Na, wie sehe ich aus? Cool und erhaben wie das Wasserpergament dran? Puh, ich fühle mich wie ein Blatt Löschpapier. Ich laufe über. Vorsicht! Und da haben wir auch schon unseren Rückweg. Hast du das gesehen? Hast du mich gesehen? Hat es so toll ausgesehen, wie es sich angefühlt hat? Ah, jetzt ist jedenfalls kein Problem mehr, diesen ausgetrockneten See zu füllen. Boing, boing. Aber den See heben wir uns für den nächsten Teil auf. Ich sage jetzt nämlich Tschüss.
wünsche noch viel Spaß im Forum und haut rein, Leute. Ciao!